Ja, genau, Tilo. Das ist ein Motor für richtige Männer. Wahnsinn. Thank you.
vor 100 Jahren erreichte eine Junkers F13 mit einem BMW-Motor und tatsächlich 8 Personen an Bord, keine Ahnung, wie da reingepasst haben, eine Flughöhe von 6.750 Metern, das war damals Weltrekord. Ja, Lars Ness hat den Streetbook abgestellt, die Flüge hochgeklappt. Vielen Dank für dieses wunderschöne Display. Display. Thank you. Geschichte. Erstflug war 1919, also genau vor 100 Jahren. Die Junkers F-13. Junkers Flugzeugwerken in Dessau. In den USA auch vermarktet von der Larsen Aircraft Corporation als Larsen JL6. Und es ist wirklich das erste Ganzmetallflugzeug der zivilen Luftfahrt.